Die Wohnungswirtschaft befindet sich im Wandel. Das Erreichen unserer Klimaziele, die Digitalisierung und der Wegfall der Umlagefähigkeit durch das neue Telekommunikationsgesetz sind nur einige der Herausforderungen, denen wir uns stellen. Auf dem Next Level Panel am Vodafone Campus diskutierten wir diese Themen mit Vertretern der Immobilienwirtschaft und gaben Antworten auf die wichtigsten Fragen. Bis heute erreichen wir in unserem bundesweiten Kabelglasfasernetz über 24 Millionen Haushalte, davon mehr als 23 Millionen mit Gigabit-Geschwindigkeit. Und schon jetzt wird im Netz von Vodafone jedes Bit über 90% via Glasfaser transportiert. Wir haben die Netze und bauen die Netze der Zukunft. Wir werden unsere Anschlüsse massiv durch Glasfaser ersetzen. Wir werden natürlich auch Pakete anbieten, die wir den Kunden geben. Wir wollen natürlich, dass alle, die in ihren Wohnungen, in den Immobilien leben, die bestmögliche Chance und Möglichkeiten geboten wird. So treiben wir die Digitalisierung in Deutschland weiter voran. Dazu gehört auch der gemeinschaftliche Ausbau von Glasfaser bis in die Wohnung, wenn der Kunde es wünscht. Das klassische Fernsehen ist mit einer durchschnittlichen Nutzung von 220 Minuten pro Tag immer noch das meistgenutzte Medium. Ab Juli 2024 werden sich durch den Wegfall der Umlagefähigkeit neue Möglichkeiten der Medienversorgung ergeben. Darauf sind wir mit unseren individuellen Versorgungskonzepten für Sie und Ihre Bewohner bestens vorbereitet. So unterschiedlich wie Ihre Bewohner sind auch Ihre Bedürfnisse. Vom einfachen TV-Kabelanschluss bis zum Gigabit-Internetzugang. Vodafone bietet dazu zwei Lösungen an. Entweder den Mehrnutzervertrag für alle Wohnungen oder die individuelle Versorgungsvereinbarung. Der Mehrnutzervertrag, Lars Riedel hat es angesprochen, ist im Prinzip die Einfachheit. Sie haben keine Auswahlverfahren, sich um Vertragsformen zu bemühen. Sie müssen sich nicht um Endgeräte kümmern. Sie stecken das Kabel rein, schließen Ihr Fernsehgerät an, haben ein Bild. Und das bekommen Sie letztendlich in dieser Form dann vom Vermieter zur Verfügung gestellt, was auch definitiv einen Mehrwert der Wohnung darstellt. Die Versorgungsvereinbarung erfordert Eigeninitiative durch die Bewohner. Jeder Haushalt schließt dabei mit Vodafone eine individuelle Vereinbarung. Vodafone übernimmt weiterhin die technische Wartung und den Betrieb der Hausnetze. Unsere Breitbandnetze dienen nicht nur der Telekommunikation und TV-Versorgung. Sie stellen einen wichtigen Baustein bei der Erreichung der Klimaziele dar. Denn unsere smarten IoT-Lösungen steigern die Effizienz in der Industrie, der Landwirtschaft und in Ihrem Zuhause. Gebäudekonnektivität 4.0. Unser Gebäudemanagementsystem wurde speziell für die Wohnungswirtschaft entwickelt. Ein zentrales Funknetz im Haus verbindet alle smarten Anwendungen. Vom Heizungskeller bis zur Solaranlage auf dem Dach. Herzstück ist die IW Cloud, eine Software, über die Daten gespeichert, die gesamte Haustechnik digital ausgelesen und Abläufe aus der Ferne gesteuert werden können. Dabei setzen wir auf Netzneutralität. Jeder Dienstleister kann die Infrastruktur mitnutzen. Und das ist eigentlich das, woraus Gebäudekonnektivität 4.0 besteht. Es ist eben nicht nur so ein Produkt, sondern es ist eher ein Dreiklang aus der Gebäudeinfrastruktur im Objekt, offen und multifunktional, einer Datenplattform, die Sie in die Lage versetzt, Ihre Prozesse zu optimieren und souverän mit Ihren Daten zu agieren. So helfen Sie dabei, Energie und Treibhausgase einzusparen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir stehen an Ihrer Seite. Mit passenden Produkten, starken Leistungen und gegenseitigem Vertrauen meistern wir die Zukunft. Together we can.